Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen. Und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Daraus könnte was werden. Ja, ein schöner Pass. Und er hebelt die Abwehr quasi im Alleingang aus. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ja, und jetzt lassen sie die Abwehr ganz alt aussehen. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Und jetzt scheinen sie langsam ihren Rhythmus zu finden. Ja, das war souverän gemacht vom Torwart. Und er spielt den Ball gleich nach vorne. So, jetzt nimmt er den Ball. Das könnte eine gute Möglichkeit werden. Mit viel Übersicht gespielt. Klasse Kopfball. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. So, jetzt hat er Platz. Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da. Da war eigentlich schade, hat alles richtig gemacht bei diesem Kopfball, aber der geht knapp über die Latte. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. Da sieht er die Lücke, aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Das hat er gut gesehen. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Den hat er elegant angenommen. Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Das sieht gut aus. Ah,
da hat die Verteidigung aber geschlafen. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ah, viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt noch mal glimpflich davon, sprich ohne Verwarnung. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Richtig schön. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, da würde ich doch mal optimistisch, wie ich bin, sagen, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Da werden die Tore fallen. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Flankt er jetzt. Und jetzt muss er schießen. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, das ist hier überhaupt kein Problem für den Schussmann. Ah, der Torwart hat sich für einen langen Abwurf entschieden. Wunderschönes Zuspiel. Schöner Ball weit in die Spitze. Wir haben das Pausenresultat 0:0. Ein Spiel, das sich bis jetzt vor allem im Mittelfeld abspielt. Zu wenige Chancen, kaum packende Torszenen. Eigentlich kann es ja nur besser werden. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Und er überläuft die Abwehrspieler. Und das war gar nicht so übel gemacht, aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Die Abwehrarbeit ohne Fehl und Tadel. Oh, das war kein guter Pass. Und die Strafe folgt auf den Fuß. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Da machen wir es kurz. Einfach nicht zu überwinden, diese Abwehr. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann wie er. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, mit mir machst du das nicht. Hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Der Pass perfekt. Ja, der kann wirklich eine ganze Abwehr allein schwindelig spielen und als Trainer muss man das auch einfach mal zulassen, diesen Eigensinn, der hier belohnt wird. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne.
Mann, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, der Ball kommt. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Und Achtung, die Flanke. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ja, das ist eine Faustabwehr nach diesem Eckball. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Schön geklärt. Zieh ab, Junge. Jetzt hat er den Platz. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Achtung, jetzt brennt's. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Nutze die Chance. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Und der Kopfball sorgt erstmal für Ruhe. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Kaum Nachspielzeit hier, nur eine Minute. Gute Möglichkeit zum Flanken. So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.